Oh, ist das eklig. Oh. Kannst du dich einfach bitte abseilen? Oh nein, das sieht nach einem Verräter. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Ach, wir gehen jetzt echt die 7 Stationen durch. Ach, wie geil. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Oh Gott, ein Rätsel. Naja, okay, du musst das einfach nur aufs Licht schieben. Das ist mir zu kompliziert. Und jetzt geht sie zu. Ach krass, mit die ganze Uhrzeit. Alter. Da will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Naja, auf dem Friedhof ist auch nicht ganz an. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Ein Hinweis. Oder eine Drohung. Mhm. Alter, wie krass. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Puste mal. So, oder sollen wir mit ihm zusammen? Ja. Ich helf dir rauf. Hey, hat geklappt. Ach so? Er geht einfach. Tschüss, verpiss dich. Erstmal abstauben. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Hey, da sind lauter Tote. Lass mich mal irgendeinen Hebel drücken. Lara! Bist du in Ordnung? Ja, aber nicht sehr intelligent. Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Da hast du intelligent gesagt. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Hängt lauter Tote rum, das erste, was wir machen. Oh, ein Hebel, boah, boah, boah. Das ist so weird. Was ist eklig? Oh, was ist denn das? Wir müssen uns die Fresken anschauen. Sie hätte zuerst hier hinschauen sollen. Ja, aber echt. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Ja, das könntest du gewesen sein. Ja. Jawohl. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ja. Okay, ja. Hier ist eine Frau zu sehen. Aha. So, jetzt haben wir es angeschaut. Und jetzt? Gehen wir zurück. Spaß. Oh, jetzt? Warte, wo zeigt das überhaupt hin, das Licht? Achso, wir müssen es drehen. Ah. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Boah. Boah, geil, das ist ein Kreuz. Mhm. Was passiert, wenn es da jetzt drauf ist? Achso. Wollen wir es machen? Ist das wirklich das Richtige? Ach so, wir müssen das ans Richtige. Aber es ist doch bestimmt nicht das, wo er das Kreuz hinlegt. Oder, ah, nee, warte mal. Nee, er hat doch das Kreuz schon. Das ist ja Station 4. Ist das Station 4? Hat er bei der, als er der Mamiuri schon. Doch, ja, klar. Es fängt ja damit natürlich an, dass er sein Kreuz. Genau. Okay, also, weiter. Ja. Einfach drehen, einfach drehen. Okay, das war's wohl auch nicht. Ja. Ja, es wird wahrscheinlich das mit der Frau sein. Das, was dann noch übrig bleibt.
zu sterben. Ich krieg's hin. Weißt du, was auffällig ist? Hm? Da ist ein umgekehrtes Kreuz, da auch und da nicht. Und auf der anderen Seite? Da ist gar keins. Interessant. Also da. Und jetzt ist es falsch. Nee, das darfst du eigentlich nicht. Nee. Oh, ist das krass, ey. Der stand echt auf Kreuze. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Nee. Mega. Das finde ich echt cool gemacht. Ja. Aber woher bekommen sie die ganzen Plastik-Skelette her? Sorry. Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwerkstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Ach so, die Sonne hat die alle verbrannt, oder? Sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Aber das ist schon komisch, dass die da alle so sitzen. Alle so. Sieht aus wie eine Kirche. Stehen da wie Mönche. Mhm. Boah, ey, das ist schon komisch. Alter. Hä? Alter! Tobi! Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Jonas hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Klingt ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Oh. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Oh Gott, was geht denn mit diesem Typen ab? Das ist widerlich. Ja. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Alter, wie viele Menschen hat der umgebracht? Fang von vorne an und schauen. Ich will wissen, was ich sage. Nein, danke. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay. Sie ist durch. Ja, ich halte meine Klappe. Ich glaube, der sagt erst zu jedem was, oder? Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Ja. Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Ja, das wollen wir ja eben anschauen. Er trägt das Kreuz. Wow. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Sagst du was? Nee. Sie sagt doch eh nur einen Satz. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Das ist nicht in der. Oh Gott, wir müssen das jetzt nicht alles in der richtigen Reihenfolge machen. Doch, komm schon. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Alter. Sie heben ihn hoch. Was ist denn mit dem verkehrt? Sie tragen ihn. Das ist genau, was letztes. Also, er nimmt das Kreuz, er trägt, sie wischt ihn uns übers genau. Gesicht, er wird dran genagelt, er hängt, er wird getragen. Okay. So, aber wie machen wir dann die Reihenfolge fest? Er nimmt das Kreuz, er geht, das ist so. Nein, da fängt es nicht an. Da drüben nimmt das auf. Warte, aber frag vorher noch mal. Aber wie bekommen wir dann das Licht dahin? Durch den da. Aha. Warte, soll ich erstmal nochmal. Welches ist es? Dann nimmt das auf, oder? Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Okay, die Mitte. Was denn? Oh. Warte, hör mal kurz auf. Nein, weg. Und guck mal, bitte. Ah nee, okay. Ich hatte gehofft, dass er das so Doppelding macht. Ach so. Dann ist es wirklich nur eine Mission, um es länger zu machen. Warte mal. Ja. Geht nicht. Bist du beschnappt, lieber?
oder wie? Ja, schau doch mal, vielleicht kriegen wir ja das Kreuz noch anders. Nein, das ist nicht. Das ist ein bisschen so ruckartig, ich kann überhaupt nichts gucken. Wenn man da sich irgendwie vielleicht dran. Ja, häng dich doch da mal vielleicht dran. Geht das? Nein. Nee. Vielleicht. Ja. Hm. Okay, stell dich mal ganz vorne hin und dann schauen wir uns den Raum erstmal an. Okay. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Ja, ein bisschen. Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Als ob ihr nicht den ersten Schritt wisst. Ihr seid gerade die 5 Schritte durchgegangen. Also irgendwie müssen wir es doch hinkriegen, dass der Spiegel sich umdreht. Hm. Oder kannst du in die andere Richtung das Ding machen? Das Kreuz in die andere Richtung drehen, ja, oder? Vielleicht. Jetzt sehen wir es immer nicht. Ja, wir sehen ja das. Also, da geht gar nichts. Wir haben es kaputt gemacht. Nein, in die andere Richtung. Ja, geht überhaupt nicht. Ja, du musst das erst ins Licht machen. Jetzt macht er ja nichts. Also, jetzt hast du ja gerade gar nichts gedreht. Ja, ich habe am Rad gedreht. Ja, und jetzt in die andere Richtung, meinte ich. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit in die Richtung gedreht und das funktioniert ja nicht. Nee, ich habe in beide Richtungen gedreht. Und das macht nichts mehr. Ne? Ja, das ist aber schlecht. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Schnauze. Warte mal. Ich mach mal die. Ist es da? Rätsel. Ja, ist doch schwer. Was denn? Ja, weil bei schwer geben sie eigentlich keine Hilfe. Ja, ist auch keine Hilfe, wirklich. Wenn das Ding jetzt aber nicht mehr geht, dann können wir jetzt sowieso nichts mehr machen. Kannst du dich ins Kreuz hängen? Nö. Sowas. Entschuldigung. Nee. Kann ich irgendwo hinklettern? Ich habe halt ja auch keinen Bogen, das ist blöd. Also quasi die da irgendwie runterziehen oder so. Aber jetzt mal eine dumme Frage, haben wir es eh nicht kaputt gemacht? Weil ich meine, wenn du das Ding nicht mehr drehen kannst, dann ja, bringt es sowieso nichts mehr. Also A und D geht beides nicht. Das ist eh kaputt gemacht. Aber wieso kann man das kaputt machen? Warte mal, ich schau mal da drüben, ob wir das da irgendwie noch drehen können. Ja, ja. Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Kannst du dann nicht eh einen Neustart machen? Ja. Also der macht hier, schau, der macht das hier rüber und dann kommt das und dann
Also wahrscheinlich Kabs, kannst du Top drücken? Ja, aber da kommt... Nee, es ist, wenn er sagt. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Danke, Katz. Ich bin so aufgeblockt. Ach so. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Das ist voll schön. Also dann trägt er zuerst. Ja, aber das wissen wir ja schon. Ja. Wir haben es ja richtig müssen. Ja, aber dann ist es ja hier gleich. Der hat in der Mitte angefangen. Und hat's da gemacht. Wieso in der Mitte? Hä, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Warte mal, vielleicht einfach ist es total egal und... Nein, er hat in der Mitte angefangen. Wir wurden doch gerade getötet. Achso, er hat... Er hat da das gemacht. Aber es macht doch gar keinen Sinn. Weil ich meine, gerade hast du ja einfach eins gemacht. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Hä, aber wie kann der... Und dann hat er das gemacht? Ja, das hat er gerade eben gemacht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich check's nicht. Ich check's gar nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Hey, warte, geh noch mal kurz aufs Flugblatt. Tja. Du musst ja nicht merken, wo die Sachen sind. Ja, das stand ja da nicht. Da kam das einfach nur raus. Achso, das war die Kleine, ne? Nee, das... Der Missionar? 30. November. Ja, aber das sind die ja nicht. Die Missionen? Nee, muss doch da sein. Da sind doch alle Sachen. Das sind doch die Artefakte. Also schon mal alle durch. Das ist es nicht. Oder ging's da noch weiter? Nicht weiter. Commander Rook. Commander Rook. Was, Mann? Ich wollte. Du musst schon weiterklicken. Ja, aber dann da geht's ja nicht weiter. Nee, aber gerade weiter. Ja, so. Nee, also nicht weitergemacht. Ja, weil es das von der Kleinen ist. Wo ist denn der Scheiß jetzt? Also eigentlich muss doch bei Pfad der Sterne sein. Hä? Oh. Oh Mann. Ist das Bescheid? Sind ja keine Götter. Ja. Oh Gott, wirklich jetzt? Okay, das ist... Behindert. Ah, vielleicht Kult von Kukulkan, ne? Nein. Ja, genau. Vielleicht das nächste. Oh, ne, das ist nicht. Trinity, vielleicht.
muss sowieso alle irgendwann anklicken. Ja, aber das, also hier werden die ja sicher nicht sein. Hier oben mischen. Ja, wo sollen die denn sonst sein? Keine Ahnung. Na gut. Da haben wir schon. Das ist. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Ja, eben 1, 2. Hä, wir haben jetzt mit dem angefangen, oder? Ja. Ich check's nicht. Ich check's echt überhaupt nicht, warum das jetzt mit dem in der Mitte angefangen hat. Was ist denn da der Sinn? Ja, dann hätten wir noch lange überlegen können. Hä, als nächstes macht er das, wenn er ans Kreuz geschlagen wird. Hä? Ja. Ach so! Oh, wir sind so doof. Naja, wir haben doch die ersten 5 Schritte schon. Wir gehen doch die ganze Zeit lang. Wir haben doch die ersten 5 schon. Und da fällt das zweite Mal und jetzt wird er ans Kreuz genagelt und jetzt hängt er am Kreuz. Oh, okay, ganz ehrlich, das hat ihn nicht rausgefunden. Nee. Ich dachte, wir müssen jetzt alle machen. Okay, jetzt haben wir... Das heißt, wir müssen jetzt da ganz hinten, wo wir am Kreuz sind. Oh Gott, nee, das hatte ich nicht gecheckt. Nee. Oh Mann. Wir sagen doch wahrscheinlich, es ist ganz leicht. Ja. Gut, hallo, ja, wow. Wir sind dumm. Hey Tobi, wir sind so schnell, ja. Wir haben es geschafft. Ich cutte das einfach so, dass man nicht sieht, dass wir... Und da, du musst doch unsere Stimmen wegschneiden, wie wir sagen, hä? Das macht keinen Sinn. Warum machen wir das? Ja. Nee, ich mach's einfach schnell so. Hä? Das macht keinen Sinn. Oh Gott, ey. Oh, da liegt einer. Hat er danach die Tür zu mir dazu gemacht? Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen. Dann. Boom. Meine Zeugen. Was? Der hat sich einmauern lassen und dann mit der Waffe hat er dann durch? Was? Ja. Naja, das ist ja ein Arsch, das haben wir ja schon gesehen. Das muss die Schatulle sein. Alter, oh mein was Gott, für ist der krass. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal der Bild meinen Eis. Das wärst dann wohl du. Sicher? Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Die Schatulle vor Trinity zu verstecken. Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Besessen. Was für ein Vogel. Übel. Oh, sieht schön aus. Und jetzt dürfen wir noch draußen. Ich würde rennen. Hm.
Ja, da sind schon welche runtergefallen. Ja, aber warum? Ah, hier kann ich ja keine Luft mehr. Ach, was da nicht rausgeht. Wo ist der Jonah? Der ist unmöglich. Nee, es kommt eine Morena. Bestimmt. Ich. Pass auf, Herr. Ich muss so, Digga. Hier schwimm ich. Ah, ja, natürlich. Warum nicht? Au. Boah, unter Wasser, ey, sowas machen. Das kostet so viel Kraft. Oh nein. Wieso machen die das immer? Warum machen die das immer so durch Tod denn durch? Oh, das. Boah, ist das widerlich. Ach, er wird jetzt wieder von Trinity gefangen genommen. Wie immer halt. Wo ist sie? Keine Ahnung. Wie ist er da so schnell hingekommen? Diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Nicht so nah. Lass ihn frei. Echt? Das ist dann von hinten. Mara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Er hat ihn immer noch nicht freigelassen. Was ist los mit dir? Das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Hä? Wir wissen doch, wer ihn umgebracht hat. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Doch, wer seine Frau hat ihn noch umgebracht. Was? Nein. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Hä, der hat doch Selbstmord begangen. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Er hat ihn gerade angerufen. Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Honoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Nimm doch die Waffe mit! Was ist mit dir, du dummes Ding? Ach komm. Hey, hast du einen Jaguar? Ach so, wir haben ja keine Waffen.
praktisch, dass der uns nicht gesehen hat, obwohl er in unsere Richtung schaut. Burg? Er gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Nicht gerade viel Funkverkehr. Was war das? Ah, ich hab wieder einen Bogen. Ah, okay, können wir... Willst du nicht einfach vor dem Ding starten? Und jetzt nicht durchstarten und mir auch wieder voll machen? Richtig. Aber ich... Ich hatte... Ich weiß nicht, ob ich da schon Bogen hatte. Hast du eine Ahnung, wer wir sind? Wer hier habe ich auch andere Waffen? Ja! Wow. Wartet mal kurz. Ich glaube, sie ist abgehauen. Ich darf mich nicht von ihr überraschen lassen. Wie bescheuert! Oh, hi! Du bist ja noch. Ich weiß noch nicht. Du hast voll perfekt einen Jaguar-Pfeil. Wir haben keinen mehr, oder? Haben wir noch einen? Ja, das ist das da drüben, ne? Nur einen. Warte, dann. Ja. Nee, sonst verschießt du den aus Versehen. Wie vorhin. Das ist eine Kacke. Nee, das ist ja mittlere Maustaste, nicht normal. Also, okay. Wo müssen wir hin? Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Gar nicht. Wiederhole. Euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Chaos. Natürlich. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Was? Das los. Okay, jetzt wissen wir, dass der Feind hier ist. Du siehst echt nicht gut aus. Oh, hinter ist eigentlich noch einer. Hier kannst du eigentlich das nicht schießen. Hat die den Helm auf? Ja. Boah, die verzieht ganz schön, ja. Ist dahinter eine? Ich dachte, das wäre eine Explosion. Jonah, wo bist du? Nein, das ist das andere anlockt. Und sobald sie da halt sind. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Und untersuchen machst, wenn es das Giftding ist. Ah ja, okay. Aber da keiner mehr da ist, geht auch keiner hin. Du solltest vielleicht auch nicht hingehen. Was ist das? Siehst du echt nicht gut aus. Oh, das ist aber voll geil. Weil der hatte einen Helm auf. Ja, man hat ihn in den Bauch geschossen. Achso. Und Feinde können sich untereinander tödlich in den Bauch schießen. Wir nicht. Andererseits werden wir aber auch nicht wirklich getroffen. Ja, nee. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von was? Wo ich hingehen soll. Knack. Was ist da? Ja. Vielleicht da, oder? Deswegen habe ich vielleicht drauf gezogen. Zuckerrohr, alle Einheiten. Höchste Priorität findet Lara Croft. Hey,
Hey, Zuckerrohr! Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Acht. Ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Ach, da. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Der war's.